Hallo, wir sind Melanie und Sabrina. Herzlich willkommen oder willkommen zurück zu unserem Kanal Two Cooks One Kitchen. Heute wird es wieder süß. Oh ja, heute gibt es nämlich ein Tiramisu in Form einer Torte. Oh ja, und wie genau das funktioniert, das sagen wir euch jetzt. Ja, also deswegen, los geht's. Legen wir los. Ja. Und wir starten auch gleich mit dem Tortenboden. Dafür braucht ihr 2 ganze Eier, 65 Gramm Kristallzucker, 7 Gramm Vanillezucker, 1/4 Teelöffel Salz und das mixt ihr nun für 15 Minuten. Währenddessen besprüht ihr eine 20er Springform mit ein bisschen Backspray und wenn die Eizuckermasse dann so cremig aufgeschlagen ist, gebt ihr 1 Esslöffel Pflanzenöl sowie 1 Esslöffel Eierlikör hinzu. Dann gebt ihr 50 Gramm glattes Mehl sowie 30 Gramm Kartoffelstärke in ein Sieb, siebt es auf die Eizuckermasse und hebt es dann anschließend per Hand mit dem Schneebesen vorsichtig unter. Das Biskuit gebt ihr in die vorbereitete Springform, verteilt es gleichmäßig und gebt es in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze und backt es für ca. 20 Minuten. Nach der Backzeit nehmt ihr den Tortenboden raus, entfernt die Springform und gebt ihn auf ein Gitter zum Abkühlen. Für die Mascarpone-Creme weicht ihr als erstes 4 Blatt Gelatine im kalten Wasser ein und stellt es beiseite. Dann gebt es 750 Gramm Mascarpone, 100 Gramm Puderzucker, eine Prise Salz, 75 Milliliter Eierlikör in eine Schüssel und rührt es glatt. Als nächstes drückt ihr die Gelatineblätter gut aus, gebt sie in eine kleine Pfanne und lasst sie bei geringer Hitze schmelzen. Dann gebt ihr 1 Esslöffel der Mascarpone-Creme zur Gelatine in die Pfanne, lasst beides schmelzen und gebt es dann unter ständigem Rühren zur Mascarpone-Creme hinzu. Zum Schluss braucht ihr dann noch 400 ml steif geschlagenen Schlagobers. Von dem gebt ihr mal die Hälfte zur Mascarpone-Creme, hebt diesen per Hand unter. Dann gebt ihr den restlichen steif geschlagenen Schlagobers hinzu, hebt diesen ebenfalls unter und jetzt geht's schon an Schichten der Torte. Dafür legt ihr den Tortenboden als erstes auf einen Tortenteller, gebt eine hohe Springform darüber, lasst dabei einen Abstand von ca. 1 cm und in diesen Zwischenraum reiht ihr nun Löffelbiskuits eng nebeneinander an. Für die Tränke braucht ihr 200 ml Kaffee, den lasst ihr komplett auskühlen, gebt dann 4 Esslöffel Amaretto hinzu und bepinselt damit den Tortenboden. Zum Schichten gebt ihr nun einen Teil der Mascarpone-Creme auf den Tortenboden und streicht diese glatt. Dann taucht ihr Löffelbiskuits kurz nacheinander in die Tränke, lasst sie abtropfen, legt sie nebeneinander auf die Mascarpone-Creme und drückt sie leicht an. Dann folgt wieder eine Schicht der Creme. Die Creme streicht ihr ebenfalls wieder glatt und dann folgt auch wieder eine Schicht getränkter Löffelbiskuits. Das Ganze wiederholt ihr dann so lange, bis ihr mit einer Schicht Mascarpone abschließt. Die letzte Schicht der Mascarpone-Creme verteilt ihr gleichmäßig auf der Torte, ihr müsst sie jedoch nicht komplett glatt streichen. Die Torte bekommt dadurch ein bisschen an rustikaleren Look und genau das wollen wir haben. Vorm Servieren müsst ihr die Torte unbedingt für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank stellen. Wenn die Torte dann gut durchgekühlt ist, entfernt ihr die Springform, bestäubt sie zum Schluss noch mit Kakaopulver und fertig ist unsere Tiramisu-Torte. Also ich glaube, wir waren selber begeistert, wie cool diese Torte eigentlich ausschaut. Also, nein, schaut einfach nur echt lecker aus. Ja. Probieren, ja. Das ist ein geschichtetes Tiramisu in Form einer Torte. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ja. Nein, genau so hat sich das aber angefühlt. Schon, gell? Das war unbeschreiblich, aber das trifft es dann auch. Das ist ein Traum, weil fangen wir mal mit dem Biskuit an. Das ist so flaumig und so fluffig und der Eierlikör, ich glaube, und die Speisestärke geben dem Biskuit noch so eine zusätzliche Fluffigkeit. Und die Creme. Ist ein Wahnsinn, weil sie ist genug standhaft, dass bei einer Torte Halt hat, aber nicht zu sehr fest, dass irgendwie nicht mehr wie ein Tiramisu schmeckt. Du nimmst einen Löffel oder Gabel in den Mund und denkst, du isst ein normales Tiramisu. Auch mit diesen Biskotten drin, ich finde dieser Kaffee-Amaretto-Geschmack, das passt herrlich zu dieser Tiramisu-Torte. Und du hast alles gesagt und das trifft alles komplett und es ist einfach super lecker und check bitte. Ein Aufruf an alle Tiramisu-Liebhaber. Probiert diese Torte in Form eines Tiramisus aus. Sie schmeckt
einfach. Ja, richtig lecker. Wir werden uns das Stückchen noch richtig gönnen. Und wir sagen danke fürs Zuschauen. Unbedingt nachmachen. Ja. Viel Spaß beim Nachbacken. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Also. Ich habe mich schon gut vorgestellt. Aber so, das ist so gut, ist nicht. Also das ist ein Also. Natürlich saufen sie die da. Natürlich saufen die sich. Natürlich saufen sich die. Ist das noch im Saufen? Ja. Also, heute gibt es eine Torte in Form eines Tiramisu. Nein, umgekehrt. Richtig, switchen. Aber macht nichts. Okay, nochmal. Heute gibt es eine Tiramisu. Nein, ich habe eine Torte. Tiramisu. Ja! Okay. Tiramisu. Ja, ich frage mich, warum das ich immer sage. Tiramisu. Ich sage immer Tür. Tiramisu. Okay. Ja. Tiramisu. Sagst du? Tiramisu. Ja. Okay. Los. Und wenn es singen wird, wie genau das geht? Bleib dran! Ah. Müssen wir einen Song?